So, Johannes, dass die Zuschauer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dir gerne ein paar Dis- oder Dat-Fragen stellen. Ich würde dir jetzt gerade zwei Begriffe nennen und du entscheidest ganz spontan und möglichst schnell, welchen Begriff das dir mehr zusagt. Bereit? Ja, ich bin bereit. Perfekt. Los geht's. Morgen oder Nacht, Mensch? Morgen, Mensch. Brötli oder Gipfeli? Brötli. Dusse oder drinnen? Ganz klar, dusse. Vorspeise oder Dessert? Dessert. Sport oder Bücher? Bücher. Hund oder Katz? Katz. Strand oder Berge? Berge. Super, vielen Dank. Und jetzt würden wir gerne von dir wissen, was denn dein absoluter Traumjob ist. Ja, mein absoluter Traumjob ist ganz klar der, den ich gelernt habe, nämlich Landwirt. Und eigentlich aus vielen verschiedenen Gründen. Man könnte da endlos aufzählen, die Viertelstunde, die wir da miteinander haben. Langt ja gar nicht. Aber ganz sicher ist einer, mit den Tieren zusammen zu arbeiten. Ja, super. Danke mal. Dann, jetzt sehe ich schon, wir haben schon bereits die erste Frage aus dem Publikum. So. Was gefällt dir am Beruf am besten? Fragt Larissa Baumgartner. Ja, also ich finde, es ist schön, wenn man jeden Tag rausgehen kann als Landwirt und man macht verschiedene Sachen oder man macht nicht jeden Tag genau das Gleiche. Über die Saison hin ändern die Arbeiten und dann hat man immer ein bisschen eine Abwechslung im Beruf. Okay. Genau. Dann wären wir gerade bei der nächsten Frage schon. Der Ramon fragt, was sind der Vorteil und der Nachteil vielleicht von dem Beruf? Ja, also der Vorteil sehe ich ganz klar, ist, dass man wirklich etwas Handwerkliches lernt, wo man nachher auch anwenden kann. Und eben halt die schönen Tage, die man hat. Ein Nachteil, es gibt sicher auch Momente, wo man vielleicht ein bisschen dreckig wird, vielleicht wenn man irgendwie muss Gülle fahren und dann spritzt einem Gülle irgendwie in die Luft und dann trifft es einem selber auch noch. Das sind ja vielleicht jetzt die weniger schönen Tage. Ja, genau. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Also ich bin auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen und habe eigentlich schon als Kind hineingesehen in diesen Beruf. Und dann war eigentlich für mich relativ klar, wo schon die Berufswahl in der Schule losgegangen ist, dass ich eigentlich diesen Beruf möchte lernen. Wer hat einen Landwirtschaftsbetrieb gerade in einer Familie? Wer? Ja. Ja, meine Eltern führen den Landwirtschaftsbetrieb. Genau. Ja, okay. Also, gerade mit dem in der Kindheit, perfekt. Ja. Dann nachher hast du den Bauernhof übernommen oder gekauft? Das ist jetzt eigentlich beantwortet, oder? Also du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof schon? Ja, ja. Also der ist... Also nein, im Moment führen den immer noch meine Eltern. Okay. Aber so an der Wochenende oder so, wenn ich daheim bin, also ich bin jetzt im Moment nicht daheim. Aber wenn ich daheim bin, dann helfe ich meistens auch mit oder irgendwelche Sachen erledigen, etwas flicken oder bei Arbeitsspitzen helfen. Also bin ich dann auch immer dabei auf dem Hof. Okay. Dann Jacqueline Degen fragt, was verdient man so als Landwirt, so etwa im Durchschnitt? Also in der Lehre? In der Lehre jetzt. Ja, also in der Lehre ist der Lohn eigentlich aufgeteilt in Kost und Logis und in Geld, oder? Und der Bruttolohn ist eigentlich ziemlich hoch. Der ist eigentlich im ersten Jahr ist er ca. bei 1100 Franken oder so. Und? Aber das klingt im ersten Augenblick verlockend.
der Hauptgang oder so Witz ist, dass dann Kosten und Logis noch abgezogen wird. Und das ist eigentlich ziemlich viel. Das kann bis zu 900 Franken sein. Okay. Und das wird dann abgezogen. Im zweiten Lehrjahr wird es dann mehr. Und im dritten Lehrjahr wird es meistens wieder ein bisschen weniger. Aber das ist halt, weil man dann also eigentlich den ganzen Winter vom Oktober bis im April ist man in der Winterschule. Und dort ist man dann halt nicht auf dem Lehrbetrieb am Arbeiten und dadurch ist dann halt der Lohn wieder ein bisschen tiefer. Okay. Genau. Dann nachher wird auch noch gefragt, an was dass du am allerliebsten arbeitest. Ja, ich habe vorher gesagt, ich habe gerne die Abwechslung, darum ist es jetzt noch ein bisschen schwierig zu sagen, etwas. Aber es ist, also ich finde es noch schön, wenn man so am Morgen die Kühe rauslässt aus dem Stall und dann geht man, so ist noch so Morgenstimmung und es hat noch nicht so viel Lärm und so und dann kann man mit den Kühen raus und im Herbst kann man noch ab dem Äpfelbaum einen Äpfel nehmen und dann kann man den essen und mit den Kühen rauslaufen. Das ist noch ein cooler Augenblick. Schön. Dann nachher wird gefragt, zur Berufsschule, mit was hast du vielleicht ein Problem gehabt? Was war vielleicht für dich ein bisschen eine Challenge gewesen am Anfang? Also, vielleicht nicht am Anfang, aber nachher im zweiten und dritten Lehrjahr war für mich eigentlich ein bisschen mühsam gewesen, der weite Weg zur Schule. Ich habe nämlich zwei Stunden hatte ich, bis ich vom Lehrbetrieb in der Schule war. Okay. Weil halt, ja, die Bauernhöfe sind halt je nachdem nicht so nach in der Schule. Und darum muss man dann länger reisen. Und das ist vielleicht schon noch zusätzliche Belastung. Wo bist denn du in die Schule gegangen? Am Plantenhof in Graubünden. Das ist die Berufsschule vom Kanton Graubünden, Glarus. Okay. Von Liechtenstein. Und da gibt es dann die Berufsschule, gibt es dann in jedem Kanton? Denn? Ja, also praktisch in jedem Kanton hat es so eine Berufsschule. Und dann gewöhnlich geht man eigentlich auch in die Schule, wo man den Lehrbetrieb hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Kanton Graubünden ist, auf dem Lehrbetrieb geht man auch im Kanton Graubünden in die Schule. Wenn man nachher, man kann ja auch während der Lehre den Lehrbetrieb wechseln. Und dann kann man zum Beispiel auch das zweite Lehrjahr im Kanton Zürich machen. Aber dann würde man dann im Kanton Zürich in die Schule. Okay. Aber das geht eigentlich praktisch bei allen Schulen auf. Im Kanton Thurgau und Kanton Tessin ist es ein bisschen schwieriger, weil die haben einen anderen Stundenplan. Aber sonst kann man eigentlich sehr gut kantonal Grenzen wechseln. Okay. Würde ich auch jedem raten, wenn es eigentlich möglich ist, vielleicht auch in die Westschweiz oder so, dass man auch noch ein bisschen Sprache könnte lernen. Das ist auch noch eine ganz lässige Erfahrung. Bist du auch in der Westschweiz in dem Fall? Nein, ich bin im Kanton Tessin. Aber okay. Auch dort für die Sprache auch ein bisschen zu lernen. Wir Bündner haben halt ein bisschen mehr Hand zum Italienisch, weil wir das eigentlich schon lernen. Da war es ein bisschen einfacher gewesen. Okay, ja, super. Dann der Patrick Baumberger fragt, wenn du am Morgen musst aufstehen. Ja, das ist immer so ein bisschen das Thema bei den Bauern. Also das hat eben immer ein bisschen gewechselt. Ich bin am Anfang auf einem Viehbetrieb gewesen, wo wir gemolken haben. Dort haben wir am Morgen um 3:30 angefangen, also ziemlich früh. Aber da hat man nachher auch entsprechend eine längere Mittagspause gehabt, um noch kurz herzulegen. Nachher im zweiten und im dritten Lehrjahr, dort bin ich einmal um 5 Uhr morgens in den Stall melken. Und wenn man nicht gemolken hat, dann haben wir um 7 Uhr angefangen. Also das variiert je nachdem, ein bisschen, wo der Betrieb ist und was der Betrieb macht. Ja. Okay. Dann nachher ist auch gefragt worden, was denn dein Lieblingstier ist? Ja, so Kuh ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Tier. Ja. Was gefällt dir an einer Kuh besonders gut?
Ja, so eine Kuh ist schön ruhig, oder? Also die ist ein bisschen gemütlich, aber die hat gleich ein bisschen Massen, oder? Wenn sie da kommt mit ihren Hörnern. Und ja, ich finde es halt auch noch interessant, wie die als Wiederkäuer eigentlich das Gras, das wächst und wir als Menschen nicht können verwerten, eigentlich in Nahrungsmittel für uns kann umwandeln. Ja. Ja, das ist sicher spannend. Und nachher ist noch die Frage vom Seppli. Fahrst du gerne Traktor und was ist dein Lieblingstraktor allgemein? Ja, also sicher fahre ich gerne Traktor. Eigentlich ist mir die Marke nicht ganz so wichtig, aber ich bin jetzt sehr viel John Deere gefahren und habe mich eigentlich mit denen auch angefreundet. Genau, die Fendt-Gut und Klaas und Neuholland und Case und ja, die sind sicher auch alle ganz gut. Also, ja, ich werde da keinen Streit anzetteln. Dann danke vielmals für all die Antworten. Leider neigt sich unser Intro bereits langsam am Ende zu. Jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Was gibst du den Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg noch mit als Tipp? Ja, also wenn ihr etwas nicht genau wissen oder wenn ihr euch denkt, ja vielleicht, dann fragen einfach. Ihr auch, weil ihr in Tessin und nicht gewusst, wie ich es machen soll. Und dann habe ich einfach einmal dort einen Betrieb angeläutet. Ich habe noch nicht gewusst, ob er Italienisch oder Deutsch reden wird. Also bin ich ziemlich am Schwitzen gewesen. Aber man muss einfach anläuten, den Mut haben, anläuten. Die Leute fressen einem nicht auf, wenn man sie etwas fragt. Die haben meistens auch Freude, wenn sie helfen können. Und darum also, würde ich euch raten, tun einfach, wenn ihr etwas an das Telefon geht oder so, dann kommt ihr sicher auch weiter. Okay, dann danke vielmals noch für den Tipp. Jetzt, die Zeit ist leider schon um. Ich konnte leider nicht ganz alle Fragen vom Publikum können, unserem Berufschampion stellen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einen guten Einblick in den Beruf Landwirt bekommen könnt. Und ich danke dir noch vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für die ausführliche Erklärung und die Auskunft über den Beruf Landwirt. Und wünsche dir natürlich noch alles Gute für die Zukunft. Oh, bitteschön. Danke vielmals. Jetzt, falls ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, das Interview noch nachschauen wollt oder auch noch ganz viele verschiedene andere Interviews, ab morgen sind die SwissSkills Connect Interviews auf der folgenden Seite SwissSkills Connect zu finden und dort könnt ihr die einfach nachschauen. Ich danke euch Zuschauer vielmals fürs Zuschauen und für all die gestellten Fragen und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss miteinander. Tschüss.